Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, rote Leinenwaben anzunehmen bei Sarah Timberlane im Wald von Elvin. An dieser Position nehme die Quest gleich mal an, werd mich nun in ein Questgebiet begeben. Da gibt es mindestens zwei Gebiete, wo diese Quest-Items droppen können. Mal schauen, wie die heißen. Rotes Leinenkopftuch. Und sobald ich beim ersten Gebiet angekommen bin, werde ich mich wieder bei euch melden, um es euch zu zeigen. Und dann werde ich die restlichen Leinenkopftücher im zweiten Gebiet farmen. Das dritte werde ich nicht mehr angehen, weil das ist, glaube ich, noch weiter weg. Also, bis gleich. Da bin ich in einem Gebiet angekommen. Wie man sieht, ist es ziemlich überfarmt. Gleich mal am Anfang ein Hinweis. Hier oben befinden sich auch solche Mobs, die diese rote Leinenkopftücher droppen können. Allerdings ist es da auch überfarmt. Deshalb bin ich hier hingelaufen zu diesem Bauernhof. In der Hoffnung, dass da hier weniger sind. Dass da hier weniger. Okay, das war falsch, egal. Also, in diesem Gebiet gibt es auch welche. Nun zeige ich euch noch einen Punkt, wo ich vermutlich diese Quest machen werde. Mal schauen. Deshalb nochmal eine kurze Ausblendung und ich melde mich nochmal gleich wieder. Gleich bin ich da. Und zwar ist das Jevots Anlegestelle. Das ist hier unten, also noch ein Stück weiter weg. Und noch ein Lager gibt es irgendwo hier oben. Aber wie gesagt, ich glaube, ich mache das hier fertig, weil hier weniger Spieler sind. Es wundert mich, dass hier überhaupt Spieler sind, die diese Quest machen. Weil das doch ziemlich abseits ist. Ich werde euch nun zeigen, dass diese Mobs solche Leinenkopftücher droppen. Und dann werde ich ohne Aufzeichnung weiter diese Teile sammeln, weil das kann ziemlich lange dauern. Ihr seht ja, alles überfarmt und so. Und wie ihr seht, hinter diesem Gebäude sind auch noch solche Mobs. Also schaut euch ein bisschen um. Es kann durchaus helfen. Die Mobs sind Stufe 9, 9, ja sowas. Und mal gucken, ob der gleich sein Tuch dabei hat. Nein, leider nicht. Dann versuchen wir es bei dem. Hofft, es dauert nicht allzu lang. Mag das Video nicht zu lang machen oder sehr lang machen. Hat er auch keins dabei? Das ist jetzt wirklich doof. Dann töte ich noch einen Mob. Und falls der nicht droppt, unterbreche ich die Aufnahme und blende mich wieder ein, sobald ich so ein Teil loote. Und da war eins dabei. Gott sei Dank. Okay, ihr habt's gesehen. Diese Mobs können diese Leinenkopftücher droppen. Hoffe, das reicht als Beweis. Und jetzt habe ich entdeckt, dass hier noch so ein Lager ist mit Defias Mobs. Kurz vor der Anlegestelle. Hoffe, das hilft euch. Ich sammle jetzt mal weiter. Bis gleich. Ich habe meine 6 rote Leinenkopftücher zusammen. Hat ziemlich lang gedauert, wie ich finde. Leider kann ich euch absolut kein Questgebiet wirklich empfehlen, da zumindest am 1.9.2019 alle Gebiete überfarmt waren. Also, hier waren viele Spieler, hier waren viele Spieler,
Die war auch. Gewoben war ich als einziges nicht, aber ich glaube, dort ist auch einiges los. So. Quest ist dann abzugeben, sobald ihr diese 6 rote Leinenkopftücher habt, bei Zara Timberlane im Wald von Elwin an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch irgendwie helfen, diese Quest abzuschließen. I zocke, Ende.